Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Anarchie Pancakes. Und damit herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Anarchie Pancakes. Schon ein bisschen verrückter Titel für dieses Spiel. Es ist auch ein bisschen verrücktes Spiel. Ein schnelles Spiel, was ich euch jetzt, glaube ich, spielerisch im Verlauf des Videos zeigen werde. Aufbau, Abläufe und abschließend noch ein kleines Fazit. Im Vertrieb von Asmodee erinnert sehr stark an Double. Ihr werdet es auch gleich sehen, was die Regel angeht. Sofern ihr Double nicht kennt, keine Sorge, ich zeige euch das alles. Aber auf der Rückseite und die Anleitung, die ist auf Englisch. Vielleicht liegt euch auch gegebenenfalls eine deutsche Version vor. Ich habe definitiv die englische, aber das Spielprinzip ist so einfach, da muss man auch nicht viel lesen. Das meiste erklärt sich schon allein aufgrund der Symbolik. Ein paar Angaben habe ich noch für euch. Es ist ein Partyspiel, Familienspiel, dazu später mehr. 7 Jahre steht drauf, also ab 7 Jahre für 2 bis 6 Personen und geht 5 Minuten. 5 Minuten Spielzeit für ein richtig schnelles Spielchen und hier habe ich schon mal aufgebaut. Ich habe es aufgebaut für 2 Personen. Ihr seht hier diese Butterchips. Wer zuerst 2 Butterchips, also 2 Runden gewonnen hat, der hat auch das Spiel gewonnen. Also definitiv spielt er mehr als eine Runde, weil eine Runde, die geht gerade mal ein Minütchen oder vielleicht 2 Minuten. Die ganzen Karten, rote, schwarze Karten, die trennt ihr. Jede Person bekommt 2 rote Karten und 5 schwarze Karten. Das ist das Wichtigste, was man in diesem Spiel beachten muss. Wobei, den Stapel, den schwarzen Stapel brauche ich, weil es wird gleich eine Karte aufgedeckt. Ich glaube, so sieht man es besser. So, und gleichzeitig decken jetzt die beiden ihre Karten um. So, und jetzt geht es darum, gleiche Symbole zu finden, die zuzuordnen. Die können kleiner, das andere kann größer sein. Aber das gleiche Bild, die gleiche Abbildung muss zu sehen sein. Und sieht man das, dann gibt man seine Karte auf diesen Stapel drauf. Oder beim Stapel des Mitspielers. Man will nämlich seine Karten loswerden. Gegebenenfalls seine Kartenstapel, weil vielleicht bekomme ich eine Karte von einem Mitspieler, der jetzt auf meine Karte legt. Dann habe ich schon eine bzw. mehrere Karten. Ich decke es auf und dann seht ihr auch schon ein bisschen was. Zumindest ein Teilausschnitt, was die Karten anzeigt. Ja, das ist schon ziemlich verrückt. Übrigens, ich habe noch nie eine Partie gewonnen. Das nur als kleine Anmerkung. Also, wer jetzt denkt, oh, das ist ja wieder ein Hektikspiel, genau das Richtige für den Jörg. Ja, gewonnen habe ich es bisher noch nicht. Für die Kamera, ich lasse einfach mal einen Teilbereich offen, dann erkennt man es. So, ich schaue meine Karten an. Ich habe es von Bildausschnitt ein bisschen kleiner gehalten, aber mir geht es auch um das Spielprinzip, um das euch zu verdeutlichen. So, jetzt habe ich schon mal eine Karte weg. In der Zeit hätte wahrscheinlich schon, allein meine Kids sind ja richtig schnell, hätten die schon fast alle Karten weg, weil sie einfach so schnell sind. Hier liegen auch Karten in der Auslage und ich habe meine Karten hier vor mir. Finde ich jetzt wirklich keine Übereinstimmung. Finde jetzt nichts, wo ich sie drauf platzieren kann. Doch, da geht's. Aber den Fall kann es geben, dass man keine Übereinstimmung hat. Ja, dann zieht man von diesem Stapel, von diesem verdeckten Stapel, eine weitere Karte und legt sie vor sich ab. Ihr erkennt schon aufgrund der roten Seite, das ist nämlich nur ein Symbol. Also man muss schon schauen und man muss ein bisschen Glück haben. Beziehungsweise man muss einfach schnell sein. Und so versucht man, seine Karten loszuwerden. Und wer sie los wird, der hat die Spielrunde gewonnen. Der bekommt so ein Butterchips, heißt glaube ich, ein bisschen komisch. So ein Plättchen bekommt man als Siegpunkt. Und dann mischt man wieder alle Karten, die schwarzen und die roten. Die mischt man. Jeder wieder 2 rote Karten, 5 schwarze Karten. Der Rest bildet einen Stapel, den schwarzen Stapel oder die Karten mit dem schwarzen Hintergrund. Und dann beginnt eine weitere Runde. Und so spielt ihr, bis eine Person 2 Partien gewonnen hat und dann, ja, ist das Spiel zu Ende und diese Person hat auch am Ende das Spiel gewonnen. Ich bin beim Fazit. Ja, das war eine schnelle Erklärung. Gut, es gibt auch nicht so viel zu erklären bei Anarchie Pancakes, weil diese Reihe, Double-Reihe, ist beliebt ohne Ende. Es gibt mittlerweile alle möglichen Editionen. Eine Fußball-Edition habe ich euch schon vorgestellt. Es gibt aber auch in anderen Themenbereichen vieles rund um Double. Ein Spiel, was gefühlt schon fast in jedem Haushalt mit der Familie zugang ist, weil viele mögen dieses Spielprinzip und auch meine Kids, insbesondere meine Tochter, mag diese Double-Spielreihe und hat sie fast immer, wenn wir irgendwo wegfahren, dabei die eine oder andere Edition. Bei Anarchie Pancakes ist es ähnlich. Auch hier hat man 2 rote Karten, 5 schwarze Karten. Auch hier geht es um Schnelligkeit, es geht ums Zuordnen. Man hat mehrere Karten auslegen, aber
Richtig eingeschlagen hat es bei uns nicht. Ich war auch ein bisschen überrascht, weil wir sind ja, gut, ich tue mir sowieso schwer bei solchen Schnelligkeitsspielen und Hektikspielen, aber wir mögen Double. Aber Anarchie Pancakes wollte nicht so überzeugen, wie wir das vielleicht erwartet haben. Es ist ja ein fast identisches Spielprinzip. Naja, man hat hier zwei rote, fünf schwarze Karten, man muss ein bisschen mehr steuern, ein bisschen schauen, aber wir bleiben dann doch lieber dem klassischen Double treu, was uns insgesamt auch aufgrund der Vielzahl Editionen, die ein oder andere Edition habe ich euch schon vorgestellt, überzeugt. Und Anarchie Pancakes kann da nicht richtig mithalten. Auch wenn es schön gemacht ist, witzig gemacht ist, was die Illustration angeht, was hier diese Symbolik angeht, ein einfaches, schnelles Prinzip. Aber es wird ab 7 Jahre tituliert. Also wenn ihr sowas spielt, die beste Erfahrung habe ich gemacht jetzt mit Freunden der Kinder, mit der Familie, also in Runden mit den Kindern. Da hat es am besten funktioniert. Da macht Double auch aus meiner Sicht am meisten Spaß. Man kann es auch in einer reinen Erwachsenenrunde spielen. Es wird als Partyspiel deklariert, Partyspiel ab 7 Jahre, okay. Es ist ein Familienspiel für mich, für 2 bis 6 Personen. Ja, es funktioniert schon zu zweit. Umso mehr, umso hektischer wird es am Tisch. Ganz klar, ab 6 bis 6 zu 6 haben wir es bisher nicht gespielt. Und Spielzeit mit 5 Minuten, das passt. Es ist ein weiteres Spiel der Exploding Kittens-Reihe. Das wird wirklich ausgequetscht, dieses System. Das klassische Exploding Kittens, das oder dieses Reverse-Desaster, was ich euch schon gezeigt habe, da oben habe ich es, diese große blaue Box. Das ist immer noch das richtig gute Exploding Kittens, das spaßige Spiel. Alles wird ein bisschen abgeleitet rund um das Thema. Aber ja, bevor ich mir diese Box hole, beziehungsweise das spielen würde, dann greife ich dann doch lieber zum einen oder anderen klassischen Double. Ja, war eure Meinung dazu, eure Erfahrung, vielleicht habt ihr schon gespielt, vielleicht seid ihr auch große Exploding Kittens Fans oder ihr seid Double Fans, ihr dürft gerne kommentieren, was eure Meinung dazu ist. Keine Empfehlung für dieses Spiel. Ja, Geschmäcker sind verschieden, Meinungen sind unterschiedlich, das ist auch gut so. Wenn ihr es euch dennoch holen wollt, schaut gerne beim Händler oder die unten genannten Links. Eure Entscheidung wie immer. Danke euch fürs Zuschauen. Macht's gut und bis bald.